Hallo und herzlich willkommen bei Mann oh Mann. Heute mal aus meinem Homeoffice im Original Corona Schlabberlook möchte ich euch den Flext Smart Armor vorstellen. Es ist ein multifunktionaler Handyhalter, der sich sehr gut ergänzt zum Beispiel zu einem Selfie-Stick. Dieses ist der Flext Smart, multifunktionale Handyhalter, wie ich es eben schon gerade gesagt habe. Eine biegsame Halterung, die man in verschiedenen Gebieten anwenden kann. Ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder, wofür ich das schon benutzt habe. Hier zum Beispiel haben wir jetzt also dieses Ding hier mit, was sehr biegsam ist, in alle möglichen Richtungen zu biegen ist. Dazu noch, wenn man sich das um den Hals hängt, hat man noch eine Schaumstoffhalterung oder Schaumstoffgummi hier drumherum gemacht, damit das am Hals nachher nicht reibt. Hier dann noch vom Flexmat, wo man sein Handy einklemmen kann. Ich muss sagen, sogar diese Halterung ist sogar stabiler wie die von den Selfie-Sticks. Hier fällt garantiert kein Handy raus. Ja, was man damit alles machen kann noch, zeige ich euch gleich in den nächsten Fotos. Ja, hin muss man das Video nicht mehr in den Händen halten. Man kann es dort befestigen und entspannt sein. Und im vorderen Bereich kann man es als Navi nutzen, sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer. Und wird es auf dem Laufband mal langweilig, kann man auch hier für Abwechslung sorgen. Für Aufnahmen im Außenbereich kann man hier das gut nutzen, indem man das Gestell gut positioniert und dann hat man wunderschöne Aufnahmen. Ja, hier dann nochmal das Handy mit der Halterung. Man kann das so schön, es ist also nicht sehr wackelig. Wenn man jetzt irgendwas zu tun hat, man will was basteln, nebenbei ein Video aufnehmen, noch kann man das gut machen. Ja, also es gibt Möglichkeiten. Ich finde es ganz praktisch. So, mal von dieser Seite. Hallo, ja. Wenn es euch gefällt, eine Idee. Man gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, die man damit, was man damit machen kann. Ja, das war der multifunktionale Handyhalter. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, die Vorstellung dieses Teils. Ich persönlich finde also es ganz praktisch. Negativ würde ich sagen, ist vielleicht, dass man hier keinen Fernauslöser hat. Man muss also schon direkt dann an sein Handy immer gehen, ein- und ausschalten. Aber ich denke, das ist das kleine Problem. Ansonsten ist es sehr praktisch und mir gefällt es. Und wenn es euch gefällt oder ihr das kennt und habt noch andere Ideen, könnt ihr gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mir gerne mit einem Daumen nach oben da und abonniert kostenfrei gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Mann oh Mann.